Max wird von seiner Ex-Freundin in einen Hinterhalt gelockt und dort von ihrem neuen Freund mit 2 Messerstichen schwer verletzt. Er überlebt den brutalen Angriff nur mit viel Glück. Hätten die 3 mm tiefer gestochen, dann wäre er nicht mehr zu retten gewesen, sprich, wäre tot gewesen. Vor Gericht müssen sich die Ex-Freundin und ihr neuer Freund wegen versuchten Mordes verantworten. Der Angeklagte hat nach der Tat gesagt, wenn der Geschädigte nicht geflohen wäre, hätte ich ihn getötet. Eine wichtige Rolle bei der Tat spielt ein WhatsApp-Gruppenchat, der außer Kontrolle gerät. Ich will herausfinden, wieso will eine 15-Jährige, dass ihr Ex-Freund stirbt und wieso sticht ihr neuer Freund, der das Opfer nicht einmal kennt, zu und verletzt ihn lebensbedrohlich. Rückblick. Im Sommer 2019 lernt der damals 16-jährige Schüler Max die 15-Jährige kennen, die ihn später fast töten wird. Aus den beiden wird schnell ein Paar. 1,5 Jahre sind die beiden zusammen. Dann beendet sie die Beziehung. Max kann sich nicht erklären, warum seine Freundin Schluss gemacht hat. Er ist traurig, aber kommt darüber hinweg. 7 Monate nach der Trennung lernt er über Instagram Jessie kennen. Was Max zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, Jessie gibt es nicht. Er chattet mit einem Fake-Profil, angelegt von seiner Ex-Freundin. Die vermeintliche Jessie schlägt Max nach ein paar Tagen ein Date vor und der geht darauf ein. Für das Date verabreden sich die beiden in der nächstgrößeren Stadt am Rande eines Festplatzes. Am Tattag ist hier Kirmes mit Fahrgeschäften und Essständen und Max hofft auf einen schönen Nachmittag mit Jessie und vielleicht, dass zwischen den beiden noch was läuft. Aber Jessie lotst Max zu einer Stelle abseits der belebten Kirmes. Hier treffe ich Max. Zur Unterstützung ist sein Vater André mitgekommen. Kannst du mir einmal zeigen, wo genau sich die Tat abgespielt hat? Ja, klar. Am Tattag ist Max mit einem Kumpel unterwegs. Okay. Ja, also es ist ungefähr hier gewesen. Hier? Ja. Wie ist dann die Tat hier an dem Ort genau abgelaufen? Also wir sind hier vorne angekommen, dann habe ich schon im Hintergrund jemanden gesehen, eine maskierte Person. Hat mir aber nicht wirklich viel bei gedacht, sind dann hier runter. Ja, und dann kamen von da 2 Leute hin und haben dann auf meinen Kumpel eingeschlagen und auf mich eingestochen. Hast du gemerkt, was bei dir passiert ist in dem Moment? Ja, also es hat sich so angefühlt, als hätte mich jemand sehr doll geschlagen an der Stelle. Und so wirklich gemerkt hat man das gar nicht, dass das eine Einstichstelle war. Und erst als ich dann in Sicherheit war, habe ich dann gemerkt, dass es mehr als das war. Die beiden männlichen Täter, die ihn und seinen Freund angreifen, kennt Max nicht. Dass Max' Ex das Geschehen aus der Ferne beobachtet, erfährt er erst später. Voller Panik flüchten er und sein Freund. 50 Meter entfernt auf einem Parkplatz entdeckt Max, dass sein T-Shirt blutverschmiert ist. Ja, als ich das gesehen habe, das Blut, da habe ich mir, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so verdammt viele Gedanken drüber gemacht, außer dass ich jetzt halt irgendwie erstmal gucke, dass das versorgt wird. Mein Kumpel war so überfordert, dass er gar nicht wusste, der wusste nicht mal mehr, wie er den Notruf wählt. Mit einem Rettungswagen wird Max ins Notfallklinikum gebracht und sofort notoperiert. Erst am nächsten Morgen wacht er aus der Narkose auf. Was haben dann die Ärzte im Krankenhaus über deine Verletzung erzählt? Ja, also die haben mir erzählt, dass ich verdammt viel Glück hatte, dass die Lunge halt kollabiert ist. Und das Schlimmste war halt, dass er dann meinte, hätten die 3 mm tiefer gestochen, dann hätten die meine Aorta getroffen und ich wäre dann nicht mehr zu retten gewesen, sprich, ich wäre tot gewesen. Wie hast du dann von wem erfahren, wer für die Tat verantwortlich war? Ein paar Tage später kam dann die Polizei ins Krankenhaus, als sie mir dann erzählt haben, dass das meine Ex-Freundin war. Da war ich dann natürlich erstmal geschockt in dem Moment und konnte mir das gar nicht so wirklich vorstellen. Es war schon echt ein komisches Gefühl zu wissen, dass die Person, mit der man mal eine Beziehung hatte, für sowas verantwortlich ist, sage ich mal. Also es gab für dich keine Anhaltspunkte, dass sie das hätte machen können? Ja, so kommen sehen habe ich es überhaupt nicht. Es war schon echt überraschend. Ich konnte mir halt nichts darunter vorstellen, dass das so, also warum man das macht. Und das kann ich mir bis heute auch nicht vorstellen. Nach der Tat wird Max psychologisch betreut. Weil seine Bauchmuskeln durch die Operation durchtrennt und die Lunge durch den Stich verletzt wurde, kann er nicht gehen. Erst nach intensiver Reha steht er wieder auf eigenen Beinen. Am 5. Januar 2022, 5 Monate nach der Tat, beginnt der Prozess. Sowohl Max Ex als auch der neue Freund werden vor dem zuständigen Landgericht wegen versuchten Mordes angeklagt.
Die Angeklagten verweigern zunächst die Aussage, räumen dann aber die Tat ein. Im Prozess wirft Max Ex ihm vor, sich ihr gegenüber verbal und teilweise auch körperlich aggressiv verhalten und ohne ihre Einwilligung mit ihr geschlafen zu haben. Max weist die Vorwürfe zurück. Das zuständige Landgericht führt später in seinem rechtskräftigen Urteil aus, dass er mindestens einmal seinen Unterarm gegen ihren Hals gedrückt habe. Aus den Prozessunterlagen des Gerichts geht auch hervor, dass Max' Ex-Freundin die Tat in Gruppenchats mit ihrem neuen Freund und drei weiteren Jugendlichen besprochen hat. Demnach entstand der Tatplan zu dem Messerangriff auf Max spontan. Der neue Freund der Beschuldigten reagierte eifersüchtig, als er erfuhr, dass diese sich mit Hilfe eines von ihr angelegten Instagram-Fake-Profils mit Max verabredet hatte. Dann entwickelte sich in der WhatsApp-Gruppe die Idee, Max in einen Hinterhalt zu locken und mit einem Messer anzugreifen. Von Gerichtssprecher Gieskard Eisenberg will ich wissen, welche Rolle diese Chats für die Tat gespielt haben. In den Gruppenchats wurde davon gesprochen, dass der Geschädigte gestochen werden soll. Und nach der Tat wurde von ihr im Chatverlauf auch eine Bemerkung eines anderen Chatmitglieds, naja, hoffentlich ist der Geschädigte verblutet, in Anführungsstrichen, Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Kommentar versehen, sodass die Kammer daraus geschlossen hat, dass die Angeklagte auch zum Zeitpunkt der Tat wollte, dass der Geschädigte getötet wird. Ich bin mit Anwalt Ali Mojab verabredet. Er hat die Täterin während des Prozesses vertreten und darauf plädiert, dass seine Mandantin nicht wegen versuchten Mordes angeklagt wird. Ich will verstehen, wie er die Tat und die Aussagen in den Chats damals während des Verfahrens bewertet hat. Im Hinblick auf meine Mandantin kommt eine Anstiftung zu einer gefährlichen Körperverletzung in Betracht, allenfalls eine Beihilfe zu einer gefährlichen Körperverletzung, kein versuchter Mord, da sie zu keinem Zeitpunkt wollte, dass Max umgebracht wird. Es gab ja diese WhatsApp-Gruppen, wo ja schon eine Tat konkret geplant wurde. Kann man da nicht von versuchtem Mord sprechen? Ich würde dieser WhatsApp-Chatgruppe keine so große Bedeutung beimessen, denn in dieser Chatgruppe waren 4, 5 Jugendliche unter sich und haben sehr viel Unfug geredet. Dass letztendlich zugestochen wurde, war nicht vom Tatplan meiner Mandantin mit umfasst, sodass hier ein Exzess vorliegt und ihr diese Handlung nicht zugerechnet werden kann. Was genau heißt Exzess in dem Fall? Exzess ist immer eine Handlung, die nicht vom Tatplan mit umfasst ist. Das heißt, es erfolgt eine Überschreitung des Tatplans, sodass diese Handlung dann dem anderen nicht mehr zugerechnet werden kann. Also kann man quasi sagen, aus dem Ruder gelaufen? Kann man so sagen. Mhm. Max tritt in dem Prozess als Nebenkläger auf. Er hat sich vom Anwalt André Pott vertreten lassen. Ich treffe ihn in seiner Kanzlei. Diese Chatprotokolle und auch die WhatsApp-Nachrichten, das erleben wir ja in einer Vielzahl von Verfahren, haben natürlich eine gewisse Dynamik. Und man hat schon gemerkt, dass in dem Chat angeheizt wurde, dass dann auch vom Abstechen oder vom Stechen gesprochen wurde. Es zeigte sich schon in dem Verfahren, dass sie selbst und auch der Angeklagte über diese Tat und natürlich auch über die schweren Folgen und über diese Lebensgefahr bei dem Geschädigten selber schon auch sehr geschockt war. Die Kammer hatte, glaube ich, schon den Eindruck, dass den beiden im Laufe des Verfahrens überhaupt erst klar geworden ist, wie knapp es hier tatsächlich war, dass sie für eine deutlich längere Zeit in Haft hätten kommen können, wenn der Geschädigte hier tatsächlich verstorben wäre. Angeberei unter Jugendlichen, eine gescheiterte Beziehung und Eifersucht des neuen Freundes auf Max. In diesem Fall scheinen viele Emotionen eine Rolle zu spielen. Wie konnte aus der ursprünglichen Idee, Max mit einem Fake-Date zu ärgern, ein versuchter Mord werden? Und wie hat die Dynamik in den Chats genau funktioniert? Ich hoffe, dass ich von Kriminalpsychologin Lydia Benecke mehr dazu erfahre. Offensichtlich war die Täterin immer noch sehr wütend auf ihren Ex-Freund. Vor diesem Hintergrund legte sie sich ein Fake-Profil zu. Sie wollte ihn damit bestrafen, von einer vermeintlich aussichtsreichen Verabredung versetzt zu werden. Als ihr aktueller Freund davon erfuhr, machte ihn das wütend. Es gab Streit. Sie rechtfertigte sich damit, dass
dass sie ja nur mit dem Ex-Freund Kontakt aufgenommen habe, um ihn zu bestrafen, und lenkte die Wut des aktuellen Freundes von sich weg auf ihren Ex-Freund. Sie argumentierte, dass ihr aktueller Freund sie ja rächen könne. Und in diesem Kontext kam die Idee auf, diesen Ex-Freund mit einem Messer anzugreifen. Und was glaubst du, was hat ihren neuen Freund dazu gebracht, am Ende zuzustechen? Als nun von seiner Freundin die Erwartung an ihn gerichtet wurde, er solle nun Gewalt gegenüber dem Ex-Freund ausüben, da verspürte er großen Druck. Er sagte, dass er Angst hatte, alles zu verlieren, wenn er diese Erwartung nicht erfüllen würde. Wie war das eigentlich mit diesen WhatsApp-Gruppen? Also hast du eine Idee, was für eine Rolle die dann im Endeffekt gespielt haben? Als der Täter im Gruppenchat die Frage stellte, wer beim sogenannten Stechen des Ex-Freundes mitmachen würde, reagierte tragischerweise keine einzige Person in dieser Chatgruppe vernünftig. Niemand hinterfragte die Idee. Das vermittelte sowohl dem Täter als auch der Täterin den Eindruck, dass diese Idee angemessen sei. Diese sehr seltsame Reaktion der Gruppe lässt sich mit Hilfe eines psychologischen Prinzips erklären, das man Gruppendenken oder auch Groupthink nennt. Dabei wird beschrieben, dass Menschen in einer Gruppe sich sogar dann einer Gruppenmeinung anschließen, wenn einzelne Personen in der Gruppe genau wissen, dass diese Meinung falsch ist und eigentlich völlig anderer Meinung sind. Das geschieht, weil Menschen Angst haben, vor anderen Personen in der Gruppe negativ aufzufallen, wenn sie der Gruppe widersprechen, und auch Angst haben, die Zugehörigkeit zu der Gruppe zu verlieren. Und gleichzeitig wird dadurch, dass dann keine Person sich traut zu widersprechen, bei jeder einzelnen Person der Eindruck erweckt, dass die Zweifel ja vielleicht doch unangemessen seien. Keine dieser Personen hat sich getraut zu sagen, hallo, ihr möchtet einen Menschen mit einem Messer angreifen, der kann dabei sterben, das geht nicht, das ist falsch, hört auf. Und dadurch entstand halt auch bezogen auf den Täter der große Druck, dass wenn ja vermeintlich alle in der Gruppe das sogar richtig finden, was er da plant, dass er dann ja umso mehr eben selber in der Position sich sah, das dann auch wirklich durchzuführen. Ich hoffe, dass eine Person, die diese Folge sieht und in eine ähnliche Gruppensituation kommt, den Mut findet, das Richtige zu tun und der Gruppe zu widersprechen. Am 31.05.2022 wird das rechtskräftige Urteil verkündet. Nach Jugendstrafrecht wird Max' Ex-Freundin wegen versuchten Mordes zu 3 Jahren und 3 Monaten, ihr Freund, der zugestochen hat, zu 3 Jahren Haft verurteilt. Das Verfahren gegen den dritten Täter wurde eingestellt. Max verklagt die Täter in einem Zivilprozess zusätzlich auf Schmerzensgeld. Dieser Fall hinterlässt bei mir viele Fragezeichen. Wir haben eine junge Täterin, bei der das Motiv nicht ganz klar ist, eine Chatgruppe, die außer Kontrolle geraten ist und in einem schweren Gewaltverbrechen geendet ist. Und dann ist der Max, der von den Folgen der Tat gezeichnet ist. Hätte man die Tat verhindern können? Was denkt ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr mehr von der Fall sehen wollt, dann kommt ihr hier oben zu unserem letzten Video. Und hier unten kommt ihr zu Follow Me Reports. Hier trifft Aminata Systemsprenger Rico und will herausfinden, wie es ihm geht.